So, dann letztes Teil. Lege ich den Karton hin. So. Ja, die Halter abmachen. Und was sehen wir? Jetzt ist auch gleich zeitig Folie fertig, Kabelbaum. Folie fertig, der Kabelbaum fürs Bremslicht. Ja. Und da müssen wir irgendwie das Kabel, was wir mitgeliefert haben, anschließen. Na, die Halter sind wieder alle eingebaut. Hier. Müssen wir alle abmachen. Was das ist, hier die Halter, die sind ja da ringsrum. Und da kann man Einbruchschutz anschrauben von innen. Da hat man dann innen so ein Gitter, ja, falls irgendeiner die Scheibe kaputt macht, kann man da von innen ein Gitter dran machen. Ja, was ja, nur sinnvoll ist, wenn man das andere Hardtop hat, weil wir haben ja auch Glasscheiben an der Seite. Und bei denen kann man nichts anbringen. Und bei den anderen, die sind ja, die anderen Hardtops sind ja an der Seite nicht verglast. Da macht das Nein, an Seitenwänden gibt es das. Darum sage ich, du kannst ja bei den anderen hast du ja. Nee, das ist kein Gewinde, das ist irgendwie durchgesteckt. Wie gesagt, die anderen sind zu, die haben keine Glasscheibe an der Seite. Aber irgendwie gibt es das nicht für den Dutch. Habe ich. Hat keiner im Angebot. Eigentlich wollten wir so eins haben. So ein Hardtop ohne Fenster an der Seite, aber das wird irgendwie für einen Dodge Ram nicht angeboten, aus welchem Grund auch immer. Ja, das übliche. Eher auf der anderen Seite. Das übliche Prozedere wie auf der anderen Seite. Punkte einsetzen. Hier außen. Ich muss mal das Heckteil ansetzen und gucken, wie es passt.
Also die Seite passt auf jeden Fall besser als wie die, oder habe ich sie zeitig gelobt? Ich glaube, ich habe sie zeitig gelobt. Soweit zur Montage. Jetzt Köder kleben. Der mitgeliefert ist. Genau, Köder kleben. Dieses gute Stück, wischen wir das Ganze mal vorher ein bisschen ab. Ja, aber wo außenrum? Genau an. Einmal hier, genau an der Kante. Von hier starten und dann. Außenkante? Ja. Okay. Und was ist mit diesen. Überbleibseln hier? Sollen wir die abschneiden oder? Das ist hier nicht beschrieben. Nee. Ja, das ist okay. Also mit einer Hand sollen wir das abziehen und mit der anderen Hand gleich aufkleben, ne? Genau. Und in einem durch. Ja, in einem durch. Aber wenn wir das jetzt hier nach außen kleben, seht ihr hier, ich weiß nicht, ob ihr das da oben seht, das muss ja weg. Da können wir ja nichts kleben. Da muss man ja hier wenigstens ein bisschen das abmachen. Das hier wäre schon schön. Also ich würde das ja so abschneiden, bin ich, damit wir hier eine glatte Fläche haben. Das ist ab. Und wo sollen wir jetzt anfangen? Hier ist da irgendwas, was sollen wir? Ja, da sollen wir da was einschneiden, oder nicht? App to end. Achso, sollen wir nur das Ende abschneiden? Ja. Halt mal bitte. Nee, warte mal, ja, aber das schneiden wir mal das Ende sauber ab. Oder wir kleben, überkleben ein bisschen. Halt mal an. Halt mal, nur einmal drauflegen, ringsrum, damit wir ungefähr wissen, wie lang das ist. Ungefähr, Josch, ungefähr. Muss man ungefähr wissen, ob wir ein bisschen Plus haben oder gar keinen Plus haben. Ja?
genug übrig. So, jetzt wieder aufmachen. So, jetzt wären wir soweit fertig. Ja, mit dem Zusammenbauen. Jetzt geht es darum, die ganze Sache zu drehen. Ich kann es nicht versprechen, ob es funktioniert. Wir sind nur zu zweit. In der Anleitung steht, sollen vier Leute machen. Ne? Wir sind leider nur zwei. 85 Kilo waren das, ne? Oder 83. Kann gehen, muss nicht gehen. Entweder so drehen oder so, und dann müssen wir nochmal im Kreis laufen. Aber, es aber guck mal hier, ne, das verzieht sich, wenn du hier anhebst, das geht sofort auseinander, obwohl hier ein so ein Halter drunter ist. Also man muss das wirklich unten anfassen. Warte mal, wie wollen wir denn das drehen? Wir machen einen Vorschlag. Tja, indem wir es so packen, so, ja, und dann einmal drehen. Dann aber draußen. Würde ich sagen. Das stört nicht, ne? Nee. Ja. Komm, lass mal machen. Also wir nehmen das so. Boah, wir haben hier unten keine Halterung. Nee, gar nichts. Ja, pack mal an. Ist das schwer? Na, zu viert kriegen wir das hoch. Da geht er mal. Ja, so viel kriegen wir so, alles klar. So, warte mal, die müssen nicht rausgehen, sonst machen wir Macken. Wir müssen das hier irgendwie runterlassen. Und wieder runterlassen? Geht? Hast du? Ja, ich weiß nicht, wie wir es drehen wollen damit. Hier geht runter, wie geht hoch? Wie wollen wir denn hochgehen? Ja, wir können das hier, dass wir auf der Kappe noch abschnitt. Nee, da kannst du nicht auf der Seitenteil lehnen. Da kannst du nicht auflehnen. Ja, wir müssen aber irgendwie auflehnen, damit wir einmal drehen können. Nee, geht nicht. Auflehnen ist scheiße. Stell noch mal hin. Warte, wo ist die Pappe? Okay, lass mal ab. Wir machen uns gerade tierisch zum Appel. Wir müssen irgendwie drehen. Irgendwo Ecke lassen und dann hoch. Wir müssen irgendwie drehen. Irgendwo Ecke lassen und dann hoch. Anders geht nicht. Oder so hoch. So, weißt du? Das wird richtig scheiße.
Vorsicht, nicht das. Das wird richtig scheiße. Sieht. Komm, Josh, pack unten und ihr geht zurück. Ja? Ich pack unten und geht zurück. Hoch, hoch einmal. Soll man nicht anfassen? Einfach unten packen und zurückgehen. Habt ihr? Ich kann meine Hose anfassen. Ja, ich hab. Heb hoch jetzt! Jetzt geht zurück, genau. So, zurück, geht zurück. Dann. Nicht runter, nicht runter jetzt! So, wir können direkt drauf. Ja, wir müssen doch mal drehen. Ach, fuck, Mann! Los. Ich und er kommt rüber, die kommt auch da. Die geht so, ja. Ja. Warte schon, guck mal, das anders. Oh! Warte! Boah, wie war ich heil! Und ich wollte höher. Na Jörg, was machst du? Nicht hinterziehen, hoch! Hey. Ja! Leute, in Ruhe wird die Kraft. Weiter, weiter, weiter! Was ist denn? Nein, 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 nein! Genau. Hasse? Ins Fenster passen. Hasse? Weiter? Ja, rein. Ja, weiter? Geht? Jo. Ja, ja. Hier muss sein, weiter. Wir liegen hier schon drauf. Ja, viel ist ja nicht mehr. Stopp, Handweg? Genau. Handweg, wir schieben das bisschen dran. Schieben geht nicht. Das alle gesehen? Habt ihr das alle gesehen? Hat das die ganze Welt gesehen? Ja, wir drehen einfach mal das Hardtop und heben es drauf. Alles klar, mit vier Leuten. Mhm. Es ist drauf. Tisch rein, festmachen. Hast du denn noch irgendwie ein? Ja, jetzt.
So, Tisch auch drin. Jetzt Klammern festmachen. Also ich weiß schon eins, das ist 100% richtig. Ja? Warum? So, was ist jetzt mit den Klammern, Jungs? Wo müssen die Pads? Müssen die Pads auch oben hin? Oben liegen doch die Ohrpads. Da. Das sind auch Klebepads. Oben sind die Pads drauf. Ja, hier, damit der Lack nicht kaputt geht. Genau. Wie viele? 4 auf jeder Seite. Passt das auch von Klammern her? 6 auf die 3 auf jeder Seite. 3 Klammern auf jeder Seite. Ja. Hast du die Klebepads da? Ja, ich mach sie dann auf. Was ist das Messer? Achso, dann müssen wir noch die Dachschrauben festmachen. Ne? Messer? Messer. Messer mit dem Dachschrauben. So, die Klinge zwingen. Das ist auf einem Konstrukt, das werden wir wohl auseinandernehmen müssen. So, also wird das nicht gehen. Das müssen wir wohl komplett auseinanderschrauben, ja. Können wir nochmal teilen? Ja, teilen wollen wir die nicht. Nein, so. Sind das, haben wir nur die dicken, haben wir auch dünne oder nicht? Ja, es gibt doch dünne. Ja, wir brauchen doch die dünnen. Die dünnen kommen da hin. Ach so, diesen kann man nicht festlegen. Ja, genau, die kommen hier hin. So. So. Darauf achten, guck mal hier, dass die Klammer, sieht man das? Ich muss einfach mal gucken, wo sind wir jetzt? Hier, dass wir hier mit der Klammer, oder mit dem, ja, nicht auf diese Plasterhalter hier gehen. Ne? Da muss man ein bisschen drauf achten und gucken, dass man das dementsprechend daneben platziert. Festziehen, gib mir mal. Hardtops drauf. Und befestigt. So sieht das Endprodukt aus. Kleines Update noch. Also hier seht ihr, der Gummi war ja bis hier vorne hingeklebt. Den Gummi haben wir jetzt gekürzt. Einmal hier und einmal hier auf beiden Seiten. Und zwar seht ihr das,
wenn die Klappe zugeht, hätte der Gummi immer gegen die Klappe gedrückt. Dann wäre die Klappe nicht so leicht gegen zugegangen. Deswegen haben wir den Gummi gekürzt. Und ja, damit die Klappe zugeht. Dicht ist es sowieso nicht. Ja, hier unten war ja sowieso alles offen. Hier. Deswegen ist das nicht so tragisch. Hauptsache die Klappe geht zu. Okay, dann müssen wir noch Licht machen. Das werden wir jetzt tun. Sehen. So, den hier müssen wir ja rausholen. Hier oben ist das Anschlusskabel. Hier irgendwo ist ein Loch. Hier werden wir irgendwie durchkommen. Und dann müssen wir das Kabel hier hoch und da oben anklemmen. Das probieren wir jetzt mal. Irgendwie. So, dazu müssen wir hier die Lampe demontieren. Ich ziehe hier mal so die Also wenn schon mal einer gemacht hat, der weiß besser wie es geht, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich jetzt hier auch aus dem Haus falsche demontiere. Versuch macht klug. Ne? Müssen wir mal passendes Werkzeug holen, um das rauszubekommen. So, Schrauben rausgenommen, rausgedreht, hier oben die zwei Nieten rausgemacht. Und mal gucken, ob wir es rauskriegen. Da ist es. Okay. Ah, gut zu sehen, hier zum Beispiel sieht man auch den Klappmechanismus, warum die Klappe leicht runter geht oder verzögert runter geht. Hier ist ein Dämpfer dahinter. So, aber was wir sehen ist, dass unser Stecker ein anderer ist, als wie wir hier haben. Oder? Irgendwie rund und das ist irgendwie eckig, ja? Das Runde geht nicht ins Eck hier. Und nu ist guter Rat teuer. Ich muss noch mal lesen. So, also folgendes für das Bremslicht. Also Kabelbaum, da funktioniert ja nicht. Habe ich ja eben schon mal gesagt, das hier ist ja ein anderer Stecker als wie das vorgefertigte. Das geht nicht. So, Kabel habe ich hier aber trotzdem schon mal durchgezogen. Das mache ich jetzt noch gleich fest. Und jetzt gucken wir mal. Und das Auto. Und das Auto ist noch. Und ich nehme mal an, das hier, das ist die Verteilung für wenn die Amerikaner sich
eine Kupplung ans Auto. Bei uns greifen die hier die Signale ab. So, jetzt habe ich ja ein Foto gemacht. Ja, so, ich weiß nicht, ob man das sieht, inbelegt. Da sieht man, ist inbelegt. Ja. So, Gabelbaum habe ich jetzt hier runtergelegt. Jetzt gucke ich hier halt mal, was, wie die Belegung ist, ob ich da was im Netz finde. Und dann klemmen wir das hier drauf, das dritte Bremslicht. Da ist eine Abdeckkappe drauf. Oh, Moment. So sieht das aus. So eine Abdeckkappe ist da drauf. Kann man Pins reinmachen, draufstecken. In der Hoffnung, es geht. Dauert jetzt mal noch ein bisschen. Und wenn ich nichts finde, dann heißt es, ja, probieren und messen. Aber kein Problem. Aber das ja mache ich fest und baue es zusammen. Erstmal. So, kleines Update zur Bremslichtabnahme für das RSI Hardtop. Also ich habe mich hiermit nochmal beschäftigt. Den Gabelbaum ein bisschen auseinandergenommen oder aufgemacht, reingeguckt. Die Abnahme für das Bremslicht erfolgt an der Stromversorgung für die Original-Anhängekupplung bei den Amerikanern. Und dieses kleine Teil hier, das unterscheidet das, die Amerikaner haben ja Bremslicht und Blinker auf einer Lampe liegen. Das ist ja negativ gesteuert. Und dieses sorgt dafür, dass halt, wenn einer, wenn einer jetzt einen Blinker anmacht, dass halt das Bremslicht nicht bremst, angeht, sondern dass es halt eben nur angeht, wenn, ich nehme mal an, beide Blinker leuchten und auch dauerhaft leuchten, also auch nicht in der Warnblinkanlage. Das regelt das Teil elektronisch. So, und da wir ja diese original Stromversorgung der Anhänger, die würde hier sitzen, hier dahinter, das ist so eine Blechklappe, das ist zugemacht worden, die haben wir ja nicht mehr. Und es wurde ja umgerüstet auf europäische oder deutsche Norm. Ja. Somit werden wir oder werde ich jetzt schauen, dass wir die Stromversorgung hier von der nachgerüsteten 13-Polien-Dose abnehmen. Ja, hier sieht man immer die Stromversorgung, Dauerplus und Ladestrom. Und dann muss ich jetzt hier suchen, welcher der Kabel, die hier weggehen, mir ein Bremslichtsignal gibt. Und da trenne ich den Gabelbaum auf, den originalen, den ja RSI mitgeliefert hat, ja, bis hier an den Stecker, so dass wir dann noch die zwei Kabel haben, einmal Masse. Massepunkt habe ich hier unten schon gefunden, da liegt hier hinten am Steuergerät für die Anhängerkupplung oder für die Versorgung für den Anhänger. Hier muss erst irgendwo Massepunkt. Hier haben wir Masse. Irgendwo hier kann man halt Masse entnehmen. Hier kann man Masse entnehmen. Und dann müssen wir nur noch die Bremslichtfunktion finden. Aber das zeige ich euch gleich. Ich messe erstmal durch. Ja, hier unten seht ihr ja den Gabelbaum, der splittet sich auf. Einmal für Stromversorgung und einmal geht der Gabelbaum hier hoch hinter der Gasleitung und dann splittet er sich nochmal auf in zwei Kabelbäume. Das eine endet nämlich hier in diesem Stecker und das andere, das endet in dem Stecker hier. Also zwei Steckverbindungen, wo wir nachgucken können, wo das
Bremslicht, Drauflicht. Ja, einmal hier und einmal hier. Die zwei Stecker und da gucke ich mal, ob wir da irgendwo das entnehmen können. Also, ja, vielleicht hat der Steuerteil ein bisschen weg. Oder ich mache hier den Kabelbinder auf. Kann ich mir die Kabel nämlich hier runterziehen, alle beide vernünftig. Und dann sollte das funktionieren. Ja, und dann nochmal halt immer hier mit Masse dran. Und hier greife ich dann das Bremslicht ab. So sollte es gehen. Das ist der Plan. Bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe jetzt hier den Stecker getrennt, einen von den beiden. So, da ist fünffach belegt. Und ja, jetzt messen wir mal die einzelnen Phasen durch und gucken, ob was passiert, wenn einer aufs Bremslicht tritt. So, wir haben Bremslicht gefunden. Wie ihr seht, hier kommt die Stromversorgung über den Stecker. Hier. Kabel ist braun. Ist das braun? Das kann man schlecht erkennen. Ja, das. Rot-schwarz. Kabel ist rot-schwarz. Ich halte nochmal an, damit ihr das seht. Also dieser Pin. Pin, wollen wir Masse anhalten. Johann, tritt mal drauf. Ach, okay, Sir, hab ich. Ja, und das schlägt aus und jetzt lass mal los. Hab ich. Und der Strom fällt wieder ab. So. Habt ihr gesehen? Also ich halte nochmal rein. Da. Hier in den Pin. Und hier auf der Seite ist es dann auch rot-schwarz. Und da werden wir dann, also das, die Buchse geht zum rechten Rücklicht. Dieser Kabelstrang geht zum rechten Rücklicht. Und da werden wir das hier abgreifen. Alles klar, bis gleich. Jetzt zerlege ich den Kabelbaum. Also das hier brauchen wir alles nicht mehr. Das. Das besser, also den Abschnitt brauchen wir nicht mehr. Das ist ja der Stecker, den ich bis unten hingelegt habe. Hier habe ich jetzt schon mal einmal durchgeschnitten. Das und das werden wir brauchen. Das hier kann weg. Das Kabel, was zum Licht geht, das hier auch mal ein bisschen ausfedern. So genau, hier schwarz-rot. Und da haben wir das Signal einschleifen oder entnehmen. Oh, Probe. Oh, es leuchtet. Ja, leuchtet auch. Nochmal, Engel, nee, nochmal 100. Nochmal. Einwandfrei. Da leuchtet. Nochmal. Da leuchtet. Super. Und so sieht's drunter aus. Kabel muss ich nur noch anständig verlegen. Masse. Stromdieb.
binden wir jetzt alles sauber ein mit Isolierband, so dass man das immer sieht, und dann funktioniert es. So, sieht nur fertig verpackt aus. Hier ist der Kabelbaum dahinter. Hier ist das Kabel vom Bremslicht. Hier, die habe ich auch noch mal sicher, damit die nicht scheuert. Ja, so, und das war's. Und somit kann's losgehen. Dritte Bremsleuchte leuchtet. Alles sauber. Und das war's. Und tschüss.